Und herzlich willkommen zurück, lol. Ich habe mein Headset vergessen anzumachen. So, erstmal zeige ich euch was. Hier gibt es eine VR-Mission ganz in der Nähe. Dafür muss man hier lang. Irgendwo. Ja, genau da. Zack, zack. Da hoch und da ist die VR-Mission. Schöne Fischdecke. Ja. Das ist Nummer 19. Ich glaube, ich habe eins verpasst. Ich glaube, das ist Nummer 20 gewesen eigentlich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ist egal. Mein Ziel war nicht alle VR-Missionen und Datenspeicher zu finden. Mein Ziel war, das Game durchzusuchen. Aber jetzt zeige ich euch den letzten Gecko-Zwergen-Gecko-Human-Gegner. Da ist er. Das war der letzte. Es sind nur 5 Stück. Und wir können auch schon weiter. So, wenn wir das gemacht haben, könnte ich jetzt mal gucken, ob ich hier das leise mache. Habe ich eine Kiste? Ja. Gut, der kommt. Ja, komm näher, aber nicht zu nah. Danke. Zack. Bäm. Na, hallo. Hier bin ich. Schön heiß und saftig. Hallihallo. Hallo. Soll ich noch mit dem Arsch wackeln oder was? Hallo. Wie geil, wenn die mich nicht sehen. Einfach so blöd, um zu gucken. So, der rennt. Gut. Renn weiter. Ja, renn weiter. Blödkopf. Renn, renn. Zack. Und tot bist du. So macht man das. Zack, zack. Fertig. Der Kopf fliegt da hinten. Und weiter geht's. Der Kopf liegt da hinten, so einfach eiskalt mal so sagen. Nein, da ist niemand. Da ist jemand, der dir was hinwirft. Gut, wenn du das beobachtest, kannst du es schon mal gerade zu mir kommen. Wenn du das geguckt hast, könnte ich jetzt zu dir rennen und dich fertig machen. Oh Mann, ey, warum hat das jetzt nicht geklappt? Eigentlich geht das nur so. Ach egal. So macht man das, um hier leise durchzukommen eigentlich. Und dann hat man das eigentlich geschafft. Man kann eine Trophäe dann kriegen, wenn man bis zum Endboss leise, ohne entdeckt zu werden, das hinkriegt. Habe ich schon die Trophäe. Aber jetzt konnte ich euch das nicht vorzeigen, also wie das geht. So, den muss ich erstmal durchschneiden, damit er es lernt, mich nicht als Gegner so haben. Und weiter geht's. Nervenbrocken. Nerven aus Stahlzeug. Scheiße, ey. B-Rang. Hätte ich das geschafft, hätte ich es. You see that direct? Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site, because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. But if we go public with the Desperado Marshall connection, won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brainjacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into. Not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower.
If I can destroy the antenna array, the U.S. military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Ja, genau, so. Ryder, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Ja, ja, ja. Halt einfach die Schnauze. So. Oh Mann. Jetzt müssen wir hier warten, bis der weg ist. Ich denke mal, das langt. Wenn der weg ist, dann können wir hier lang, hier hoch, hier lang. Und hier gibt's KP. Genau. So, und dann können wir den hier durchschlitzen. Zack. Zack, 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 zack. Und danke für die Brennstoffzelle. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. So, den wollen wir auch töten. Möglichst so, dass niemand das sieht. Oh Mann, die sind nervig. Gegner, ich hasse euch. Oh, nicht so schnell. So, den da. Zack. Zack, 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 zack. Vielen Dank für die Brennstoffzelle. Boom. Und ich wurde entdeckt. Das glaube ich jetzt nicht. Wer hat mich jetzt entdeckt, ey? Na komm, ey. Mach hin. Ach, da oben stand einer mit einem Raketenwerfer, stimmt. Ah, Mann, ey. Ich glaub's nicht. Jetzt wollen die mich verarschen oder was? Wollen die kleinen Zwerge mich besiegen oder was, hä? Die kleinen Zwerge. So, komm her. Ich hab keine Zeit für dich. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Vielen Dank für die Brennstoffzelle. Ich will mir den Datenspeicher noch holen. Das wollte ich euch nämlich zeigen. So, aber das konnte ich nicht zeigen, weil da ein Gegner war und den wollte ich ja töten. Aber dann wurde ich entdeckt und verdammt Raiden! Und Raiden hüpft nicht richtig. So, danke. Da ist der nächste Datenspeicher. Datenspeicher Nummer 19 und Nummer 20 zeige ich euch auch noch. Und dann haben wir alle Datenspeicher. Das ist doch schön. Zack. Geht mir nicht auf den Zack. Und ihr schon gar nicht. So. Und was ist hier noch? Ich glaube, das war's. Kistenmäßig. Habe ich eine Kiste vielleicht vergessen? Nee. Nee, habe ich nicht. Das ist doch schön. Ich habe alles. So soll's sein. So. Den hätte ich jetzt auch anders töten können, aber hab's verpasst. So, bam. Vielen Dank für die Brennstoffzelle. Wer kommt jetzt dran? Wer ist jetzt mein Opfer? Ich hab keinen Bock auf euch. So. Ich hab's mal beschleunigt, indem ich meinen Jack the Ripper Modus gemacht habe. Dann schneide ich ihn mir durch, dann hole ich mir jetzt eine Brennstoffzelle und kann wieder Jack the Ripper Modus machen. Und dann mache ich dasselbe Spielchen mit dem hier. Und mit dem hier. Den hole ich mir so, indem ich... Zack. Oh Mann. Zack, den hole ich mir jetzt so. Bam, hab seine Hand sogar durchgeschnitten, ohne es zu wollen, aber egal. Ist doch auch schlecht, nicht schlecht. Ja, jetzt könnte ich mir die blaue Perücke holen. Aber, oh, lol. Das musste jetzt auch noch sein. So, vielen Dank, dann hole ich mir wenigstens deinen. So. Jetzt müsste hier irgendwo eine blaue Kiste, also so eine grau-blaue Kiste, die blau leuchtet, sein. Denn irgendwo muss noch eine Kiste sein, wo man Energie kriegt. Das K
Kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwo was verpasst habe. Hier, guck. Guck einmal. Guck einmal da. Was ist denn da? Energie 200. Okay, ich habe alles komplett. Wir sind für den Bossfight ausgerüstet. Den Bossfight kann ich auch ohne 200% Energie besiegen. Der ist schwach. Auch Schwierigkeitsgrad schwer. Und auf sehr schwer ist er auch noch ein bisschen schwach. Da wird er langsam ein bisschen schwer. Und auf Schwierigkeit Revenge, das ist mein Schwierigkeitsgrad. Da ist er richtig geil. Ach. Leute, ich glaube, ihr habt schon gesehen, da oben ist die letzte Datenspeicher auf dem Heli. Und dem kriege ich es nicht. Weil ich so blöd bin, hier so hüpfen. Verdammt! Wie habe ich mir diesen scheiß Datenspeicher geholt? Ich bin irgendwie gar nicht gut gelaunt. Wie hole ich mir den nochmal? Zack. Hehe. Ach, ganz normal hochhüpfen, ohne Rennen. Ich dachte, der rennt und hüpft von automatisch da hoch. Nein, ohne Rennen, einfach da hoch. So, alle Datenspeicher haben wir. Alle 20 linke Hände, da fehlen noch 10, aber egal, 20 haben wir für eine blaue Perücke, um unendlich Brennstoffzellen-Perücke zu kaufen. Ja, das war jetzt ein toller deutscher Satz. Wie ein Deutscher halt das formuliert. Oh mein Gott. Oh Mann. Und. Oh verdammt, jetzt konzentriert dich lieber. Mach nicht so viel Quatsch. Hallo. Hallo, rein. Oh Mann. Mann. Wer schießt da? Auch. Boah, Nerven. Und den letzten Typ in der Kiste, den holen wir uns jetzt auch noch. Der ist auch noch hier in dem Kapitel. Bam. Bam. Bam, bam. Bam. Was mache ich da, ey? Oh, falscher Knopf. Ganz einfach. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ach, scheiße. Falscher Knopf. Also, check the Ripper-Modus. Zack, 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 zack. Oh, Mann. Nicht selber schlagen lassen, sich. Oh, lol. Da kann man auch die linke Hände holen. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, und vielen Dank für die Brennstoffzelle. Gerade mal die ganze Energie voll machen. Zack, 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 zack. Gehen wir mit auf den Sack. Zack, 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 zack. Und der letzte. Und. Zack, bam. So, jetzt, das war's. Endlich. Jetzt holen wir uns noch den kleinen Bossfight. Und dann haben wir eigentlich auch alles geregelt. Theoretisch gesehen. Ach, Mann. Hey. Ich hasse Kamera. Die sind ja schlimmer als die normalen Gegner. Los, weiter. Ah, jo. Das war's. Da ist der letzte Typ mit der Kiste. Danke. Das war der letzte. Und jetzt kommt eine Videosequenz. Ich bin mal ruhig.
Well, if it isn't Saucy Jack. Just a little too late. As usual. Armstrong! Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot! You're not ending our plan. You're expanding it. Kick the internet lately. Ryder, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of S.O.P. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message! Also das nenne ich mal Metal Gear. Okay, los geht's. Ja, komm her. Ja, okay. Dieser Kampf ist leichter als Fanboss. Kann ich jetzt schon mal sagen. Okay. Man kann sich kaum vorstellen, dass Endboss wirklich so schwer sein soll. Ja, unsere Zeit ist eigentlich schon rum. Aber ich werde diesen Kampf jetzt trotzdem machen. Weil das dauert nicht so lang. Und dann mache ich einen Cut und dann kommt der letzte Part. Nur schon mal, damit ihr Bescheid wisst. Der letzte Part wird vielleicht eine Stunde dauern und, oder weniger. Ich hoffe mal weniger.
Okay, wir haben keine Zeit. Jetzt müssen wir seinen Fuß hier angreifen. Sein Stinkefuß. Auch nicht schlecht hier. Okay, wir haben... Ich wollte jetzt eigentlich... Ja. So. Da. Okay, jetzt stehe ich perfekt. Und sein Fuß ist gleich ab. Boom. Ja, was ich noch nicht gesagt habe, aber ihr konntet es schon sehen, bestimmt. Jedes Mal, wenn er uns angreift, tut es uns weh. Aber das macht nichts. Bis 0,1% kann er uns nur verletzen. Und danach kann er uns nichts mehr abziehen. Also ein ganzer Leben verliert man nicht. Okay, los geht's. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt voll. Greife mit Jack the Ripper Modus an. Denn dann zieht man ihn am meisten jetzt. Zack, 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 zack. Und so, weiter geht's. Jetzt kommen Geckos als Hilfe für ihn. Aber ich ignoriere die mal, weil der greift mich an mit einem Laser, was Metal Gear Ray auch hatte. Und der ist so stark, dass die sogar schon dabei sterben! Verdammt, was war das denn jetzt? Du scheiß Gecko! Ey Mann, das war... Oh Mann, das war faul. Voll kacke, Mann. Wenn sowas passiert. So, das ist doch schön. Gecko stirbt. Oder zwei Geckos. Ups, die sterben. Und... Schlag dich drum. Ich hab keinen Bock. So, bitte angreifen. Ja, ja, sei mal ruhig so. Ich mach dich schon fertig. Bam. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und Konter. Und Konter. Und Konter. Nächster Angriff, bitte. Ja, in 2 Minuten, denke ich mal, haben wir ihn. Zack. Immer einmal angreifen, wenn der das macht. Da hat man genug Zeit, um ihn 2-mal oder 1-mal angreifen zu können. Der war jetzt ein Failschlag. Zack, 2-mal angegriffen. Und jetzt hier volle Kanne angreifen. Solange seine Klingen unten sind. Und jetzt kommt, müsste langsam sein Fuß kommen. Nächster Fuß, bitte. Den wollen wir jetzt auch durchschneiden. Ja, ja, den wollen wir auch durchschneiden. Hier. Das geht doch nicht. Runter mit dem Fuß. Zack. Und weiter geht's hier. Zack, 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 zack. Kaban. Ja. Und weiter. Ich brauche noch ein bisschen Energie für diese Seite. Hopp, und los geht's. Bam, 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 bam. So, weg mit dir. So, das war's. Kontrollpunkt. Und Taste drücken. Jetzt wird er mal in die Gegend geschleudert. Metal Gear Exelus, wie der auch heißt. Und noch einmal. Jetzt wird sein Arm ausgerissen. Wie von einem stinkischen Insektenvieh. Und jetzt müssen wir zuschlagen. Wer ist stärker von uns beiden? Na klar, bin ich stärker. Bam! Und noch einmal. Mit voller Wucht diesmal. Boom! Und jetzt mit dem ganzen Kraft, was wir haben. Bam! Konter. Und... Schuss mal! Und jetzt kommt das Geilste. Wir können ihn durchschneiden. Okay, das war schon ein bisschen übertrieben gemacht, wenn man das so sieht. Aber das ist geil. Ich schneide ihn mal 15-mal durch, bis man was davon hat. Zack. Zack, einmal so durchschneiden. Mach schöne Scheiben, gleichmäßig, so gut wie es geht.
ist so durchschneiden. Und so. Und so. Und noch einmal senkrecht. Ja, ja. Bam, 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 bam. Ich wollte nur 15 Mal durchschneiden. Warum war ich länger als 15 Mal? Weil das einfach bockt. Okay, ich hör mal auf. So. Tschüss. Und das war's. Buh. Ja, das ist doch schön. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sag mal Tschüss und der nächste Part ist der letzte Part.